Ich glaube nicht, dass das ein Invade wird, bin ich ehrlich. Oh, wait, die gehen wirklich für den Invade. Crazy. Das gewinnen wir hart. Wait, was ist da passiert? Hä? Das ist ja frech. Boah, ich glaube nicht, dass du da flashen musst, Bruder. Du hast Aftershock dabei. Das gewinne ich. Oh, ich habe meinen Autotech gecancelt. Jetzt hätte ich gewonnen, wenn ich den Autotech nicht gecancelt hätte. 3-0 Hackrim, das wird eine harte Kiste. Aua. Bro. Okay. Klaus ist 6. Aua. Eieieiei. Das ist ein hartes Game. Ich war leider noch nicht Level 6. Ey, wäre ich da schon Level 6, ne? Boah. Also das Game werden wir nach allen Regeln der Kunst gefistet. Ich muss versuchen, hier zu pushen. Aber ich glaube, Victor wird einfach Bot annehmen. Nice, good job. Ich glaube, wir können den Herald noch contesten, ehrlich gesagt. Haben wir Karthus Ult? Wir haben Karthus Ult. Na, schade. Herald haben wir leider bekommen. Wir verloren. Oh, zwei Shutdowns. Das war huge. Nice. Knapp, Alter. Wow. Nee, verliere ich. Ah, der Thresh turnt auch nicht mit mir zusammen auf den Varus. Mann, wir sollten keine proaktiven Fights suchen im River. Werden wir immer verlieren. Ah, der Varus spielt auch gut, dass er meinen Arrow da gedodged hat. Das war krass. Das Game ist komplett am Playable. Ja, wir haben die Elder Win Condition. Die Gegner gehen jetzt für Soul und wir holen uns dann Elder. Herald und raus, guys. Herald und raus. Oh, wait. Holy shit, ist der Tanky. Oh, Thresh kriegt den Shutdown. Sage. Okay, wir haben Herald bekommen. Das ist huge. Nee. Oh, hat sich stark gemacht, aber. Aua! Aua! Das ist ja mega playable, das Game. Ja, jetzt müssen wir Nash contesten irgendwie. Mein Karthus könnte ins Pit flashen. Aber das ist unsere Win-Condition. Wenn die Gegner schlau sind, dann spielen die für Drake und nicht für Nash. Und ich glaube, wir geben den Drake. Ich glaube nicht, dass wir den Drake spielen. Der Flash war leider in den Victor rein. Machen wir jetzt Nash? Desperate Nash? Fühle ich, ehrlich gesagt. Ja, fühle ich. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. No joke. Digga, Renekton ist so ein bodenloser Champion, ne? Warum gehen wir jetzt alle rein? Wir haben Nash. Aber gut, wir haben 3-2 getradet und Nash bekommen. Gegner haben Mountain Soul. Das heißt, ich gehe jetzt auf jeden Fall Lord Dominix. Auch wenn die Gegner nicht so viel... Die haben eigentlich nicht so viel Armor gebaut bisher, aber ich bin so behind da. Ich bin so underleveled, dass die Gegner so viel mehr Leben haben als ich. Ich glaube, da ist Lord Dominix wieder gut. Huge. Ja, scheiß drauf. Ein Tower können wir easy droppen. Karthus bei Level 16, Kassa bei Level 16. Das ist huge. Und ich bin auch dabei. 2 Minuten Elder, 2 Minuten Nash. Wir haben actually die Bounties verloren, ne? Krass. Wir haben noch keinen... Oh, wir haben Voidstuff auf Karthus jetzt. Das ist huge. Okay, pushen top. Wait, ist das ein End? Nee, Victor und 15. Renekton und 15, wir gehen hier Base. Ich gehe laut Dominix und ja, Stopwatch, I guess. Ich habe keinen Flash und keinen Cleanse. Rushen wir den? Ich glaube, es ist ein guter Rush, ja. Holy shit, we did it. Es Garen ist nicht da, ich bin nicht da. Don't fight. Ja, das war terrible. Die ist scheiße, die Lantern.
Die ist ja bodenlos. Die ist viel zu weit weg gewesen. Ah, ist okay, glaube ich. Oh Mann, was ein Game, Alter. Garen hat leider keinen Hullbreaker gekauft, sehe ich gerade. Ich glaube, Splitpush wäre eigentlich unser Play gewesen, oder? Ja, jetzt ist Carlos wieder dead. Oh, was für ein Game, Alter. Wir rushen ihn einfach. Wir müssen. Oh, der war bodenlos. Wir verlieren 4 gegen 5, weil wir so krass gezoned werden. Aber warum sind wir nicht alle im Pit geblieben? Oh Mann, haben wir Elder war bad. Ja, aber das ist der zweite Elder. Ich glaube, das ist GG. Ich glaube, das können wir nicht gewinnen. Die haben halt in Anführungszeichen nur Elder und nicht Nash, ne? Also vielleicht, wenn wir die Wave geklärt kriegen. Wir kriegen auf jeden Fall 30 Sekunden kriegen wir mindestens raus, weil Karthus kann für die Wave suiciden. Elder ist sie jetzt gleich gone, jede Sekunde. Jetzt gone. Ich glaube, das können wir nicht gewinnen. Aber irgendwie fühlen sich die Fights trotzdem nicht winnable an. Weil wir traden halt immer 1 für 1 oder so. Aber die Gegner outrangen uns mit Viktor und Varus. Oh, warum durften die jetzt einfach den Tor nehmen? Aua. Aua, 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 aua. Da haben sie uns aber böse outmoved. Jetzt kriegen die auch Nash. Ich glaube nicht, dass wir den contested kriegen. Nope. Arrow trifft auch nicht. Die haben Nash gestoppt, glaube ich, ne? Ne, haben sie nicht. Oh, fuck. Da haben wir Hops genommen. Ich hab Jay. Boah, Digga. Jetzt haben wir Elder, nicht mehr auf Karthus. Ich glaube immer noch, Kassidin sollte einfach split pushen. Not gonna lie. Ich glaube, das ist eigentlich unser Play. Macht er aber nicht, wenn er TP ab hat. Nekrom macht jetzt 2 Inhibs, klar. Wie gesagt, unser Play ist Mitte runterrennen und fighten. Unser Play ist Split-Pushen. Ja, Kassadin muss top gehen, ja, damit er Inhibs finden kann. Wir haben halt nicht genug Engage, um in Mitte rein zu fighten, ne? Wir haben nur mal einen Arrow. Einfach nicht auf. Kassadin ist leider ohne Sonias gestorben. Karthus auch. Ah, den Fight hätten wir gewinnen müssen. Kannst jetzt bitte split pushen, Kassadin. 6 Item Karthus, 6 Item Kassadin. Er pusht nicht weiter. Warum pusht er nicht noch eine Wave Top Lane? 30 Sekunden. Die sind nicht auf Midwave. Können wir nicht einfach Ende machen? Niemand da. Ja, Kassadin hat Top Lane nicht gepusht, ne? Deswegen müssen wir jetzt hier flippen. Wait. Oh mein Gott. Ich hab gar nicht gesehen, dass der Hacker noch lebt. Digga. Wie lange kann ein Game dauern? Darf ich noch eine Wave pushen? Ich glaube nicht, ne? Na, Kassadin hat kein TP, kein Dingens, ne? Kein Elder. Ich glaube, Infinity Edge ist eine Ansage. Ich mach's einfach mal. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eine Ansage. Oh mein Gott. Victor hat mich gewonshottet. Oh mein Gott. Ah, jetzt haben wir verloren, glaube ich, oder? Wobei, nee, Kassadin ist gleich hier live. Was soll ich denn machen, Digga? Der Kassadin, der Victor drückt eine Taste und ich bin dead. Was soll ich denn machen? Yo! Wahrscheinlich pingt ihr mich hier, ihr Hunde. Lern, wie eine Sidelane buchstabiert wird und dann darfst du deine Pings usen. Nee, du musst jetzt was machen, Bro.
Und das war's. Sadly. Boah. Boah. Was ein Game, Alter. Schade. Schade, schade. Aber war ein banger Game. Hat Bock gemacht. Das hat trotzdem einfach Spaß gemacht. Da bin ich nicht sad, dass wir verlieren. Oh, ich habe mein Autosack gecancelt.